Liebe Zuschauer, let's play Civilization 5. Wir sind hier noch am Aufbau. Größere Persönlichkeiten, goldenes Zeitalter jetzt gerade. Einheit benötigt Befehle. So, goldenes Zeitalter wollten wir. Dann für 10 Runden goldenes Zeitalter, das heißt schnellere Produktion. Hier sehen wir da. Erreichung mindestens Gold erzeugt, zusätzlich 20% Produktion. So, nächste Runde. Da können wir nämlich schnell unsere Städte, die wir haben, per Bahnlager entfernen. 25 Gold erhalten. Das kann man auch gut brauchen. So, mit denen laufen wir schon wieder zurück. Ne? Ab an die Front. Das dauert ja auch 8 Runden, bevor sie da sind. Nächste Runde. Jetzt kommen wir noch mal ein bisschen voran. So, was ist hier? Danke. Frankfurt ist gewachsen. Katapult. So, unser erstes Katapult. München. Das dauert ja alles lange im Markt für Gold. Warum brauchen wir noch ein bisschen? Das ist auch interessant. Danach können wir schon wieder ein goldenes Zeitalter einläuten. Noch ein Katapult. Vier Runden. Ja. Runden sind erstmal wichtiger. Es ist ja schon mal ganz gut, dass wir ein Katapult haben. Aber hier geht es nicht weiter. Dann fahren wir wieder zurück. Schießen wir gleich mal ab. Erstmal schießt er uns an. Hat aber nur eine Einheit gekostet. Wir sind im Wald gut verschanzt. Und schlagen jetzt zurück. Ja, besser. Eindeutig. So, Frankfurt hat produziert. Schmiede. Bin ein bisschen besser für die Produktion. Das ist eigentlich eine gute Variante. Köln hat auch gebaut. Da müssen wir eigentlich was für die Zufriedenheit tun. Tun wir mal was für die Zufriedenheit. So, die können erstmal hier in Bereitschaft bleiben. Und auf ins Jahr 800. Oder? Wo kommen wir jetzt an? 800 nach? Ne, sind wir jetzt 780? Ne, 800 nach Christi. So, was ist das? Die belesesten Völker. Ja, da sind wir ganz gut dabei. Also, wir haben den Rückstand, den wir am Anfang hatten, wieder ein bisschen gut gemacht. Und Bildungswesen erforscht. Das ist doch sehr gut. Die schießen wir jetzt weg hier. Genau, tschüss. Bringt wieder Erfahrungspunkte. Auch sehr gut.
So, schnellere Bewegung auf Straßen. Eisenhütten, Waffenkammer, Armbrustschütze, Kompass. Fischerwürde habe ich nicht wirklich, bringt mir aktuell nichts. Verteidigungsbündnisse habe ich mit den Chinesen ja gar nicht eingehen. Also schneller, ja, machen wir mal. Das ist schon ganz gut, glaube ich. Da sind die Entscheidungen ja immer nicht so einfach, muss ich sagen. Den richtigen Königsweg der Forschung zu finden. Und wir haben vielleicht doch mehr Land als zuerst gedacht. Ich dachte, das wäre auch nur wieder so ein kleiner Fipsel. Können befördert werden. Und wieder ab in die nächste Runde. Wir haben noch 6 Runden goldenes Zeitalter. Sehen, unser Haushalt ist jetzt ganz gut ausgeglichen hier finanzmäßig, aber zufriedenheitsmäßig. Stadtstaat Ragusa getroffen. Ihr seid die erste Großmacht, auf die sie treffen, daher schenken sie euch 30 Gold. Und die haben Elfenbein. Naja, okay. Wir haben noch viele andere Nationen gar nicht kennengelernt. Ich will hier nochmal weiter gucken. Die fühlen sich nicht gleich verletzt, wenn ich da durchlaufe. Wir werden es sehen. Ja, das ist eigentlich alles recht ordentlich, kann man jetzt sagen. Forschungsmäßig, wir haben schon ganz gut Wunder den anderen weggeschnappt sozusagen. Wir auch immer noch mal haben wollten, ein Boot jetzt, um mal ein bisschen weiter rumzugucken. Wir sind jetzt 860 nach Christi, also es werden bestimmt viele bald anfangen weiter zu siedeln. Ich überlege gerade, wo wir hier unten noch mal eine Stadt hinsetzen. Auf den Hügel vielleicht, am Fluss. Und da hier noch Fische und so, das könnte ganz gut werden. Ja, die Schafe und so, das wird ja nichts, kommen wir nie hin. Das ist auch alles nicht so schön, schönes Land hier. Müssten wir. So, ein Berg ist ja auch immer Mist. Zumindest ein Fisch. Also dieses Land hier gefällt mir nicht ganz so gut, muss ich sagen. Da bin ich mir noch nicht so schlüssig, wo wir hier noch eine Stadt hinplatzieren wollen. Ja, Einheit benötigt Befehle. So, sie kriegen. Hier unten ist schon Eis. Das ist unten unteres Kartenende. Ja, nächste Runde. Weiter geht's. Nur noch 2 Zufriedenheit. Der Koloss ist in einem fernen Land gebaut worden. Die Stadt München ist gewachsen. Hört sich doch eigentlich alles ganz gut an. Mal dahin fahren. So, wir sind hier oben wieder angekommen. Finde ich auch sehr schön. Können sich hier mal auf dem Hügel verschanzen. So, Köln. Hier nochmal versuchen, Wunder zu bauen. Super wichtig für Zufriedenheit. Plus 10 Zufriedenheitspunkte. Aber das müssen wir dann wieder in unserer Hauptstadt bauen. Ja, machen wir mal. Das hört sich gut an. Das wäre nämlich vielleicht wieder was für ein goldenes Zeitalter danach.
Und Köln kann so erst nochmal ungestört sich ein bisschen weiterentwickeln. So. Mal hier hin und sehen, dass es hier zu Ende ist. Ne? Ist auch schon eine 10er Stadt. Hier gibt es nochmal Eisen. Jo, jo, keine Ahnung. Wir machen erstmal ein bisschen weiter. Katharina, die Fromme von Russland. Auf Wiedersehen. Schick in ihrem Kleid, die russische Staatsführerin. Haben die uns denn eigentlich gesehen? Oder fahren die hier schon mit Schiffen irgendwo durch die Gegend? Tatsächlich. Ja, da hängen wir ein bisschen zurück, ne? Wir müssen auch mal sehen, dass wir hier mal ein bisschen erforschen. Aber ich habe noch Hoffnung, dass sich sonst die Völker mit denen vielleicht Landkarten tauschen kann. Und so müssen wir nicht alles selber erkunden. So, unser goldenes Zeitalter ist vorbei. Gold ging wieder ein bisschen runter. Wir haben aber gute Staatskassen wieder gefüllt hier. Haben ja, leider nur noch 2 Zufriedenheit. Perlen, Färbemittel, Gewürze. Mir ja auch nichts, weil ich ja wahrscheinlich ein bisschen weiter bin in der Forschung, glaube ich zumindest. Ja, offene Grenzen, wir sind da mal nicht so. Wollen wir es mit den Russen erstmal nicht anlegen hier. Reicht, wenn wir die Chinesen direkt vor der Tür haben, die wir erstmal ein bisschen dezimieren müssen. Ach, die haben hier auch so eine kleine Einheit. Stadtstaat. Ja, das sind ja auch keine richtigen Erkundungsboote hier, ne? Also es ist ein bisschen albern eigentlich mit diesen rumzufahren. So, das alte Orakel sagt, ich sei Orakel, eine freie Sozialpolitik. Ist das nicht schön? Unsere freie Sozialpolitik ausleben. 15% Besteuerung der Produktion beim Bau von Wundern und Einzufriedenheit pro 10 Bürgern einer Stadt. Ja, haben wir schon 2 Zehner-Städte, ist auch hier 2 Zufriedenheit und wir sind schneller bei dem Wunderbau. Wird uns auf jeden Fall zugute kommen. So, Frankfurt. Hier wär's mal mit ein bisschen mehr Gold. 6 Runden, 7 Runden. Schafft er dann nicht ganz. Tempel. Machen wir mal ein bisschen was von unser Gold. Hamburg. Wissenschaft durch Dschungelgeländefelder, die von dieser Stadt bewirtschaftet werden. Konduct. Ja, Hamburg ist schon eine 2-Wach-Stadt. Garten. Stallung. Angkor Wat. Zufriedenheit plus 5. Müssen wir machen, jetzt nix. So. Eingedrungen in das Gebiet von Kathmandu. Ja, sind wir gleich wieder weg.
Kakmandu. Boah, hier hin. Nächste Runde. Weiter geht's. Frankfurt baut einen Markt. Die Maschine forscht. Wir kommen noch gut voran jetzt. Die Staatskassen sind gut gefüllt. Wir können jetzt, glaube ich, Einheiten modernisieren. So, was brauchen wir als nächstes? Langschwertträger. Führt auch zu Schießpulver. Ritterlichkeit. Physik. Wir erforschen mal die Ritterlichkeit. Wir müssen jetzt auch mal hier vorankommen. So, München. Sehr in die Richtung gewuchert. Katapult in 8 Runden. Hört sich für mich erstmal gut an. In unserem Territorium sein kann, dann abgegradet werden. Kostet 170. Aber ist natürlich auch gut. Wir Chinesen. Auf in die nächste Runde. Wir wollen nämlich jetzt Sophia, schon wieder ein Wunder. Zahlreiche Entstehung großer Persönlichkeit in der Scheißhaftstelle. Aber kostet große Persönlichkeit in der Nähe der Hauptstadt. Aber mit dem habe ich jetzt auch keine Lust mehr zum Erkunden, muss ich sagen. So. Großer General. Großer Ingenieur. Berlin wurde ein großer Ingenieur geboren. So, dann laufen wir nach Hamburg. So, ihr geht wieder zurück an die Front. Und geht in Bereitschaft. Berlin ist wieder bereit für ein neues Bauvorhaben. Ja, jetzt machen wir das mal. So. Noch machen wir Plus. Ja, sollen wir das mal machen? Obwohl eigentlich wollen wir mit den Chinesen kein Forschungsabkommen schließen. Die haben uns angegriffen. Ein Stadtstaat bittet um eure Hilfe. Kathmandu. So, da ist ein Barbarenlager gekommen. So, Hamburg soll Produktion beschleunigen. Jetzt habe ich das Wunder hier fertig. Ach, wir sind so gut. Das gibt Zufriedenheit, wieder ein bisschen Puffer. Okay, das dauert alles noch ein bisschen. So, was bauen wir jetzt in Hamburg? Kasernen.
Bogenschütze, Reiter. Oder noch ein Siedler, um da unten eine Stadt zu bauen. Aber wir müssen mal hier unten jetzt das Land, bevor jetzt hier andere auch bald kommen. Dann wird das jetzt erstmal sehen, dass wir hier irgendwie noch eine Stadt hinbauen. So. Angkor Wat in einem fremden Land gebaut. No. Da sind auch andere Nationen scheinbar nicht ganz so schlecht. Auf in die nächste Runde. Einfach hier. Die mal eben vernichten. Wollen die schon wieder angreifen? Dann setzt das aber, würde ich sagen. Ja, 7 Zufriedenheit, so viel hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Die Chinesen hier schon wieder irgendwo weiter rumsiedeln wollen. Möglich ist alles. Würde auch fast behaupten. Jetzt auch mal sehen, dass wir die erreicht. Das sind doch mehr als gedacht. Naja gut. Naja gut. So, Berlin hat das Akkulypt, gerade zu spät. Plus 10 Zufriedenheit. Plus 8 Produktion, das haut natürlich rein. Ne? Dauert nur 10 Runden, das wäre natürlich echt eine Maßnahme. Also wir dürfen jetzt keine Stadt in den nächsten 10 Runden gründen. Werden wir aber auch nicht. So, Frankfurt kommt auch voran. Ja, wenn die schon mal wachsen, dann sollen sie auch nicht so viel verlieren, ne? Erstmal in Bereitschaft versetzen. Komme ich ja mit diesem hier angelaufen. Jetzt soll man nicht mal so eine Panik machen da, ne? So, die Barbaren werden wir jetzt noch schnell besiegen. Was? Ja, gut. Die Chinesen meinen schon wieder, dass sie uns angreifen. Dafür werden die schon bald bezahlen. Wir werden natürlich jetzt erstmal ins Hintertreffen geraten. 1, 2, 3 Bogenschützenteams, 1, 2 Speertypen. Gut, dass wir hier ein bisschen im Wald verschanzt waren, dass sie zumindest schon mal ein bisschen laufen mussten. Ach Mann, wir waren doch noch nicht so weit. Wir waren doch noch gar nicht so weit. So, hier müssen wir uns noch ein bisschen konzentrieren.
nicht so gut. Das muss eine Runde lang, ne? Ne. Aber da kommt es nicht hin. Scheiße. Ach, das ist doch Mist. Aber die kommen auch nicht so weit, dass sie mich hier angreifen können. Also, ich bleibe mit dem Katapult hier stehen. Ich auch erstmal hier. So. Hier ist noch keiner in der Nähe. Der empfiehlt uns hier unten eine Stadt zu bauen, dann glaube ich, läuft doch erstmal dahin. Und die Empfehlung sollen wir mal wahrnehmen. So, und wie wir uns gegen die Chinesen schlagen, das sehen wir gleich in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen und hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann.